Heute geht es um die Borreliose. Borreliose kann akut und auch chronisch verlaufen. Was ist aber eigentlich Borreliose? Was sind eigentlich Borrelien? Wo kommt das Ganze überhaupt her? Borrelien sind Bakterien, die im Wesentlichen ihren Fundus in den Mäusen haben. Dort sind sie zu Hause, dort sind sie eigentlich heimisch und solange wir Mäuse haben, werden wir auch Borrelien nicht loswerden. Aber wie kommen die Borrelien in uns oder zu uns? Wir haben ja keine Mäuse, die irgendwie auf uns sitzen. Und das liegt daran, dass die Zecken, die im Wesentlichen die Überträger dieser Borrelien sind, zunächst für jedes Stadium, das sie durchlaufen, eine Blutmahlzeit brauchen. Und die erste Mahlzeit nehmen sie an den Mäusen. Dort sind sie die Larve. Dann werden sie zur Nymphe und dann werden sie zur Zecke. Und jedes Mal fressen sie irgendwo. Beim ersten Mal zugegeben nehmen sie nur die Borrelie auf. Beim zweiten und dritten Mal können sie die Borrelie aber auch schon weitergeben. Damit sich bei so einem Biss überhaupt die Borrelien in ihnen ausbreiten können, muss dieser Biss oder dieser Kontakt mindestens 4 Stunden bestehen, damit aus dem Magen-Darm-Trakt der Zecke die Borrelie überhaupt in ihre Haut- und Lymphgefäße übertritt. Tja, wie ist es denn nun mit der Diagnostik? Bin ich infiziert oder nicht? Man nimmt klassischerweise Blut ab und guckt nach Antikörpern, wie bei jedem anderen Infekt auch, die sogenannte serologische Narbe. Habe ich sie oder habe ich sie nicht? Habe ich sie nicht, bin ich also wahrscheinlich auch nicht infiziert. Dann stellt sich vielleicht die Frage, um welche Borrelienarten handelt es sich. Dafür gibt es den sogenannten Western Blot, wo man eine Annäherung haben kann, um welche Borrelienarten es sich handelt. P41, P18 sind zum Beispiel solche Punkte. Aber auch das sagt jetzt nicht wirklich etwas darüber aus, ob ich jetzt aktiv noch infiziert bin oder ob einfach nur das Immunsystem sagt, ja, da haben wir uns mal mit auseinandergesetzt, wir kennen den Feind. Will man also etwas über die Aktivität aussagen, die ja nach einer vernünftigen Therapie definitiv eigentlich gegen Null sein sollte, da wir ja anders als zum Beispiel mit Hefen oder mit Tetanus, mit denen wir oder jeden Tag Kontakt haben und auch jeden Tag im Grunde eine Auseinandersetzung mit dem Immunsystem haben, ist es ja bei den Borrelien so, dass wir davon ausgehen, dass die, wenn sie denn behandelt sind oder wir nicht infiziert sind, auch keine Immunreaktion auslösen sollten. Wollen wir also etwas über die Aktivität wissen, dann bietet sich der Lymphozytentransformationstest an. Und an dessen Verlauf, Kontrolle alle 9 bis 12 Wochen, im Verhältnis zu dem, was wir tun und wie sie sich fühlen, gibt uns dann einen Anhalt über den Verlauf der Aktivität der Borrelien, dokumentiert durch die Aktivität des Immunsystems. Der aufmerksame Zuhörer hat jetzt natürlich mitgedacht und ist zu folgendem Entschluss gekommen. Wenn eine zeitgerechte Antibiose stattgefunden hat und eine Serokonversion ausgeblieben ist, also keine Antikörper finden, dann sind wir ja nach allgemeiner Lesart nicht infiziert. Trotzdem kann es sein, dass der Lymphozytentransformationstest positiv ist. Wie das? Das wäre dann die Antwort darauf, dass tatsächlich die Borrelien eine Resistenz hatten, dass sie eben nicht abgetötet worden sind. Und das kommt natürlich die nächste Frage, warum haben sich denn dann im Verlauf keine Antikörper gebildet? Das bleibt noch ungeklärt, aber das wäre zumindest im Verhältnis zu den Tierversuchen die Erklärung, warum es einen positiven LTT bei einem negativen Antikörpertest geben kann. Es gibt mittlerweile auch entsprechende gute Studien. Einmal an Mäusen, denen man in einer Dreifach-Antibiose über ein ganzes Jahr dann anschließend den Leib in kleine histologische Schnitte zersetzt hat und festgestellt hat, die Borrelien sind immer noch da. Und es gibt einen Versuch an Rhesusaffen, wo man festgestellt hat, dass die vorher garantiert keine Borrelien hatten. Dann hat man sie künstlich infiziert. Die eine Gruppe hat ein Antibiotikum bekommen, nämlich Doxycyclin über 4 Wochen und die andere Gruppe nicht. Dann hat man diese Affen 12 Monate nachbeobachtet und hat auch natürlich Blutuntersuchungen gemacht, hat geschaut, ob Antikörper gebildet wurden und in 20% der Fälle wurden keine gebildet. Dann hat man sie irgendwann geschlachtet und auch histologische Schnitte gemacht und an den verschiedensten Organsystemen vermehrungsfähige Borrelien gefunden. Was im Tierversuch funktioniert, müsste beim Menschen ähnlich sein. Diese Untersuchung, Leichen gäbe es ja genug, die man untersuchen könnte, existieren bisher nicht und werden aber von der Europäischen Union gefordert, dass solche Studien nun endlich mal durchgeführt werden. Was machen Sie in Zukunft? Suchen Sie sich bitte ab,
haben Sie eine Zeckenkarte zur Hand, bewahren Sie Ihre Zecken auf, nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter, schmeißen Sie Borrelien nicht einfach weg. Denken Sie dran, wir haben jetzt sogar schon tropische Zecken hier, sogenannte Riesenzecken, die auch noch ganz neue Krankheiten übertragen können. Es ist eigentlich eine Volksepidemie, die uns über diese Zecken erreicht. Und die häufigste Art in Deutschland ist Garinii, also die, die ins zentrale Nervensystem geht.